So, hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Minecraft Revolution. Und zwar, ich habe ein bisschen offline gespielt und das ganze langweilige Zeug gemacht. Wie man sieht, habe ich hier eine Alumite-Pickaxe, die komplett hochgelevelt ist. Und ja, die habe ich mir erfarmt. Ich hatte ja das letzte Mal noch die Copper-Pickaxe, die ich auf Iron hochgelevelt habe. Dann habe ich mir eine Iron Pickaxe gemacht, die auf Tin hochgelevelt. Dann habe ich eine Bronze Pickaxe gemacht und die auf Erstmining Level. Boah, was war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Genau, Redstone hochgelevelt. Dann damit Diamanten abgebaut. Dann einen Diamanten drauf gemacht. Und damit Obsidian Mining Level erreicht und dann Obsidian abgebaut, damit dann Alumite gemacht, das so wieder hochgelevelt und jetzt habe ich eine mit Mining Level Ardite. Das ist, ich weiß nicht, ob das über oder unter Kobalt ist oder auf der gleichen Stufe. Momentan nicht ganz so dramatisch, damit können wir ziemlich alles abbauen, was hier in der Welt ist. Reinforced 1, Redstone, Diamanten und Emerald ist durch Hochleveln gekommen. Lapis Lazuli. Ich habe so viel Lapis Lazuli beim Minen bekommen. Das ist unfassbar. Ich habe hier einfach mal 450 drauf und das ist nicht mal die Hälfte oder so. Jetzt habe ich hier Glück 3. Das habe ich soweit gemacht. Ihr seht hier die Erze, 59 Diamanten und ich hab nur ein paar Vorkommen abgebaut. Das Vorkommen, was wir zusammengefunden haben, nicht. Das machen wir jetzt dann gleich. Auch das große Lapis-Vorkommen unten im Keller oder unten im Mining-Grund habe ich nicht abgebaut. Wir haben hier noch tonnenweise Erze, Shiny Ore, was ich alles gefunden habe. Hier, dazu kommen wir später noch. Ich will euch hier auch auf der Map mal einmal kurz zeigen. Sieht man das? Leider nicht. Und zwar habe ich einen Tunnel von hier bis hier ungefähr gegraben, um rauszufinden, in welchem Biom es eventuell welche Erze gibt. Und noch einen anderen riesigen Tunnel. Ich habe es immer noch nicht so genau geblickt, wie das mit den Erzen ist. Muss ich ja ehrlich gesagt zugeben. Weil ich habe im gleichen Biom dann plötzlich andere Erze gefunden und dann in einem anderen Biom wieder die gleichen wie hier. Und ich denke mal, das ist irgendwie so auf Regionen spezifisch, weil zum Beispiel da hinten, hier, boah, hier habe ich so viel Certus-Quarz gefunden, damit wir uns später ein ME-System machen können. Das ist auch ziemlich krass. Hier sieht man schon auch auf der Map Cave Mode. Ja, danke. Was ich hier gemeint habe. Hier und da. Ey Gott, Leute. Das war krass. Dazu kommen wir nachher. Und ich habe wirklich, wirklich viel abgebaut. Ja, wir haben ja so ein bisschen Indium in der Wand, aber brauchen wir jetzt gerade nicht. Ja. Wenn wir es später brauchen, wissen wir, wo es ist. So, und als allererste Amtshandlung für heute möchte ich mit euch, hier habe ich Obsidian nachgebaut, dieses Dia-Vorkommen abbauen. Yeah! Und dafür hätte ich mir ein paar Steine mitnehmen sollen. Oh, ihr seht schon, in welchem super schönen Tempo man hier minen kann. Ach, das ist ein Traum. Ich liebe Haste. So. Und dann schauen wir mal, was wir aus diesem Vorkommen an Diamanten rauskriegen. Wir haben jetzt keine dabei. Wow, das Glück, ich wollte gerade sagen, ist mir gerade nicht ganz so hold, aber ist okay. Wir haben ja genug Diamanten. Ja. Diamanten, so langsam werden die fast schon sowas wie wertlos. Aber ihr seht schon, das Vorkommen hier, also ungefähr genauso ein großes Vorkommen habe ich auch gefunden, da wo ich Diamanten abgebaut habe. Da müssen wir aufpassen. So. Daher habe ich die 59. Ihr seht, wir haben jetzt schon 49 aus einem einzigen Vorkommen. So. Okay, das ist ein bisschen gefährlich hier. In der Tat. So. Weil direkt hier hinter ist scheinbar keine Lava mehr. Okay.
Die arme Lava. Aber es hilft ja nichts. Ich will dann die Diamanten. Und dafür muss ich die Lava opfern. Das war, glaube ich, nicht ganz so schlau. Aber es verbreitet sich nicht noch weiter. Okay. Zack, zack. Ah, das ist hier genau unten drin. Das ist natürlich ein Drama hier. Zack. Und ja, okay, das ist eh das Letzte. Perfekt. Gut, dann haben wir jetzt hier über einen Stack Diamanten abgebaut. Und jetzt, nachdem wir das schon mal erledigt haben, möchte ich euch etwas zeigen. Weil, genau, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich habe ja tausende, aber tausende Blöcke abgebaut. Aber ich habe kein, ich wiederhole, kein Eisen gefunden. Ich habe hier alles Mögliche gefunden. Kupfer ohne Ende, alles nur kein Eisen. Und deshalb habe ich diesen wunderbaren Weg hier gebaut. Ich bin hier noch im Peaceful Mode. Kann ich auch mal ein bisschen sprinten, weil ich keinen Hunger verliere. Den machen wir dann auch wieder aus, wenn wir ein bisschen gemeint haben. Und dann bin ich auf diesen Krater hier gestoßen. Und schaut mal hier runter. Was ist das denn? Hier sind noch mehr Diamanten. Und schaut mal hier in die Wand. Hier habe ich auch das Gold her. Das war eine Ader. Hier ist direkt die nächste Goldader. Hier ist noch mehr Gold. Da oben ist Osmium. Hier ist so viel Zeug. Und hier hinten. Nee, wir sind noch nicht da. Hier ist Tin. Ich habe das schon mal ausgeleuchtet, damit man sieht. Hier ist Redstone. Haben wir nämlich auch noch nicht. Und hier ist Eisen. Richtig, richtig viel Eisen. Das ist ein wahrer Traum. Und ich würde sagen, ich fange jetzt da vorne an mit dem Abbauen. Das machen wir jetzt im Zeitraffer. Danach haben wir dann noch endlich genug Erze. Und dann können wir mit Immersive Engineering anfangen, wenn wir erstmal das ganze Zeug hier haben. Also, Zeitraffer, ab jetzt, bis später. So, und da sind wir auch schon wieder. Ich habe jetzt knapp 20 Minuten lang Erze abgebaut. Ne, das ist der Kobbel. Ihr seht das Ergebnis. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon gezeigt habe. Ich habe aus Versehen eine Quest geclaimed. Ich zeige das sicherheitshalber nochmal. Und zwar war das hier, Basic Smelting. Die habe ich aus Versehen schon geclaimed. Aber wir können jetzt direkt noch eine. Miner's Path. Wir haben alles abgebaut, was es gibt. Tungsten Flakes, Obsidian. Nehmen wir mal das. Obsidian kann ich einfach abbauen. So, und jetzt will er hier schon irgendwelche krassen Maschinen. Okay. Ja, die Frage ist. Meine Güte. So viel. Was machen wir hier Schönes? Also auf jeden Fall wird das hier erstmal automatisiert. Das ist klar. Dafür brauchen wir annehmend der Hopper. Ne, nicht der Gopper, sondern der Hopper. Der wurde, glaube ich, ein bisschen Stahl. Und eine Rolling Machine und Stahlplatten und. Ah.
Wie schaut's aus mit einer Transfer-Note? Die ist doch sicher nicht so. Oh, ihr Miesen. Ihr habt das abgesch. Man kann die Transfer-Notes gar nicht bauen. Genauso wie die Transfer. Oh, ihr seid aber schon mies. Wie sieht's aus mit Ender I.O.? Da gibt es auch ein paar schöne Sachen. Network Conduit. Ach, okay. Infinite Water Source. Was Pressure Pipes, ne? Oh, das ist ja ziemlich cool. Aber wo sind denn hier die da Item Conduit Pulsating Iron brauche ich wahrscheinlich einen Arc Furnace, Enderpearl Dust oder einen Alloy Smelter. Okay, dafür bräuchte ich auf jeden Fall einen Alloy Smelter und Conduit Binder. Okay. Und ein Alloy Smelter. Okay, wenigstens ist das fast nicht böser gemacht. Stahl und hierfür braucht man ein Assembly Table. Okay. Okay, so schnell. Und dafür natürlich Stahlplatten. Okay, so schnell kommen wir am Ende AO nicht ran. Boah, wie automatisiere ich das denn jetzt am besten? Gut, ich wollte jetzt eh mit Immersive Engineering anfangen. Vielleicht haben die ja irgendein Item dafür. Weil sonst habe ich keine Ahnung. Flatlight. Weil das Problem ist, eine Redstone Clock sollte kein Problem sein. Denke ich mal. Redstone Clock. Genau, die ist schön billig. Die kriege ich auf jeden Fall hin. Aber irgendwas, was das rauszieht. Schwierige Sache, würde ich mal sagen. Schwierige Sache. Boah. Jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Mal wieder. Da fängt man so ein Projekt an und denkt sich, ah, ich kenne mich mit Mods aus. Und dann die Mods so, nope. You don't. Was haben wir denn hier? Ah, ja, natürlich, Buildcraft. Ha. Eine Wooden Pipe. Jawohl. Okay, damit kann man arbeiten. Und Golden Transform. Jawohl. Okay, damit können wir definitiv arbeiten. Wobei wir dafür eine Engine brauchen, ne? Aber das dürfte auch nicht so dramatisch sein. Nee, würde ich jetzt mal nicht sagen. Okay, ich brauche einfach nur viel Wood und Stone. Cobblestone nehmen wir mal ein bisschen hier. Ja, Wood. Ja, das hier reicht erstmal. Machen wir Cleanstone mit der Restenergie. Ja, nehmen sogar noch eine Kohle, komm. Oh, das reichte niemals. Erstmal wollte ich mir nämlich noch ein paar Fackeln machen. Mal wieder. Fackeln. Perfekt. So. Das da. Achso. Cobblestone. Dann Iron und Redstone. Iron ist hier drin, ne? So, wie viele Pisten machen wir denn? Machen wir 5 Pisten gleich? Ich weiß nicht, machen wir mal 3 Stück. Auch wenn wir jetzt. Oder machen wir mal 2 Stück. Ich meine, wir brauchen ja für die Engine eigentlich nur ein Pisten, aber. Ja, Pisten craften ist ein bisschen nervig, deshalb machen wir gleich mal 2. So, 2 Pisten, sehr schön.
Dann als nächstes Wooden Gear. Zwei Stück. Perfekt. Dann als nächstes Glas und Wood. Okay, habe ich noch irgendwo Glas? Ich hätte auch sicher noch irgendwo. Jawohl. Oh, ist ein Traum hier. Zack, zack. Wooden Transport Pipe. Zack. Und eine Chest noch. Nehmen wir halt das gute Holz dafür. So. Schauen wir mal, wie wir das jetzt machen. Graben wir mal ein bisschen was frei hier. So. Und zwar, wir machen die Wooden Transport Pipe dahin. Und die Chest am besten gleich dahin. Ja, warum nicht? So, dann machen wir die Engine daran. Dann brauchen wir noch einen Lever. Und wir brauchen sogar zwei Lever, weil ich nachher noch einen brauche für was anderes. Dann haben wir den auch schon mal. So, jetzt ist die Frage, funktioniert das, wenn ich hier den Lever dran mache? Nee. Doch. Okay, da bepowert auch den Block daneben. Sehr schön. Gut, dann können wir hier zubauen und dann wird hier rein theoretisch alles rausgepumpt. Das können wir mal ausprobieren. Ja, doch, funktioniert. Ha, sehr schön. Dann brauchen wir noch. Was brauchen wir denn noch? Ah ja, genau, die Redstone Clock. Dafür brauchen wir ein bisschen mehr als vier. Wir brauchen fünf Redstone. Eine Redstone Torch in die Mitte. War das so? Nee, ich glaube, es war genau so. Und so. Es war doch anders, richtig. So, eine Redstone Clock. So und so. Und die, ha, macht das jetzt alles automatisch, einwandfrei. Gut, dann holen wir uns den Rest vom Eisen. Gut, einen ganzen Stack kriegen wir da sowieso nicht rein. Aber wie viel passt in unsere Smeltery? Ja, doch ein bisschen was, okay. Können wir später noch größer machen. Aber erstmal sollte das reichen. Zack. Ja. Boah, das Inventar sieht ja furchtbar aus. Ich brauch sogar noch einen Lever. Für etwas, was ich jetzt machen möchte, nachdem ich geschlafen habe. Jetzt muss ich mal ganz kurz rechnen, wie lange die Folge schon ist. Ich habe bei 7 Minuten den Zeitraffer gemacht. 20 Minuten. 27. 37 Minuten waren wir bei 17 Minuten quasi. 18, 19. Oh, wir sind jetzt schon bei 20 Minuten. Okay, aber den letzten Step will ich jetzt auf jeden Fall noch machen. Wir überziehen jetzt zwar ordentlich, aber egal. Ich möchte nämlich noch ein Buch craften. Und dafür brauche ich Leder. Und ich habe jetzt gerade kein Sugarcane da. Aber es gibt hier, glaube ich, andere Rezepte für ein Buch. Da brauche ich String. Nee, das mit den, also drei Paper brauche ich auf jeden Fall. Jawohl. Okay, ich habe alles da. Ein Glück. So, zack. Und zack, ein Buch und jetzt der Lever. Und wir haben die Engineers Manual von Immersive Engineering.
Yeah. RTFM, sehr gut. Overview and Resources, Ores, Ore Processing. Ja, das gefällt mir gut. Construction. Ja, wir brauchen. Ah ja, genau. Als erstes brauchen wir nämlich den. Nee, das finde ich so nicht, ne? Den. Den Coke Oven. Ich möchte das noch kurz raussuchen. Wir machen es zwar jetzt nicht mehr, aber für die nächste Folge. Simple Machines. Mining Drill. Nee. Power Generation. Ja. Dafür brauche ich das. Overview Resources. Boah, das ist gar nicht mal so einfach hier. Construction Treated Wood. Yeah. Engineers Workbench. Overview and Resources. Okay, das ist nur der Hammer. Ach da, Coke Oven, da steht's doch. Habe ich den jetzt gerade nicht gesehen oder falsch geschrieben? Na, ja, wahrscheinlich falsch geschrieben. Coke Break. Dafür brauchen wir Sandstone, Bricks und Clay. Ja gut. Dann suchen wir in der nächsten Folge Sandstone, Bricks und Clay. Und machen hier noch kurz eine Kiste mit Maschinenzeug. Ja, der Platz wird langsam mau. So, Maschinenzeug. Genau. Dann machen wir das das nächste Mal. Wir können hier noch einmal kurz Eisen reinmachen. Jetzt, wo wir schon dabei sind, hier ist er. So, 11 Ingots noch drin. Ein bisschen schmelzen. Wir haben hier schon, oh, 56 Eisen. Oh, wunderschön. Genau. Dann machen wir das nächste Mal den Coke Oven und dann geht's endlich los mit den Maschinen. Ressourcen haben wir jetzt erstmal ein paar. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.